Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch alles, was Neues im neuen Pet Simulator 99 Update. Hier sind die Update-Logs vom neuen Pet Simulator Update. Rebirth 5, neue Gebiete, neue Haustiere, neue Eier, neue Boss-Truhen, bla 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 bla. Jetzt habt ihr alles gesehen, haben wir uns eben auch schon alles angeguckt. Und wir legen jetzt erstmal los. Erstens, Rewards immer mitnehmen. Zweitens, Spinny Wheel immer mitnehmen, wenn ich schon so selten in dieser Welt hier drin bin. Und drittens, Social Rewards mitnehmen, weil die gibt's auch nicht in der Tech World. Die gab's in der Tech World, aber die wurden da entfernt. Hä, warum ist der Automat so ausgegraut? Ist das normal? Naja, egal. Ich werde gleich nochmal in die Tech World gehen, aber ich warte nochmal ein bisschen in der Hoffnung, dass die Tech World dann auch geupdatet ist. Ach ja, okay. Das könnte ich auch mal erwähnen. Man kann jetzt Clover Coins farmen. Wenn man irgendwas farmt, kriegt man Clover Coins. Und alle 4 Stunden gibt es ein St. Patrick's Event, wo hier in der ersten Welt, wahrscheinlich ganz am Spawn irgendwo, dann ein Regenbogen erscheint, da kann man hochgehen und Truhen abbauen. Mal gucken, ob das bei uns noch kommt. Ich glaube erstmal nicht. Aber da wir uns das jetzt nicht angucken können, gehen wir jetzt erstmal in die Tech World und gucken uns die neuen Areas an. Und ich bin echt gespannt, ob der Rebirth uns wieder zurück in die normale Welt teleportieren wird. Okay, Next Area. Ich kann mir schon die Next Area kaufen. Da oben, das ist auch neu. Es gibt jetzt einen Kaufen-Button, wenn man die Next Area haben möchte. Das einzige Problem ist, dass eine blöde Huge-Party-Chance gerade da im Weg ist und ich deswegen nicht auf... Jetzt habe ich das hier. Da kann ich einfach direkt kaufen. Das ist geil. Ich kann einfach auf Kaufen, Kaufen, Kaufen gehen. Und das ist cool, weil hier gibt es den nächsten Rebirth, den ich aber noch nicht mache. Denn, ihr wisst, bevor ich mir einen Rebirth gönne, gönne ich mir eigentlich immer erst ein paar Pets aus den neuen Areas, damit der Rebirth ein bisschen leichter geht. Es macht zwar keinen großen Unterschied, aber einen kleinen Unterschied. So, gehen wir in die nächste Area und ich denke, das sollte auch genug sein. Hier farmen jetzt meine Pets. Oh, ich habe gar keine Magnet-Flag an, oder? Ich teleportiere mich nochmal zurück. Sorry. Anfängerfehler von mir. So, wir hauen jetzt erstmal eine Magnet-Flag rein und sehen jetzt schon, wie langsam meine Pets hier farmen. Guckt euch an, wie langsam meine Pets farmen, obwohl sie in der anderen Area richtig insane abgegangen sind. Ja, komm, das kaufen wir auch noch einmal, weil dann kann ich mir direkt das nächste Egg leisten. Wir gehen dann hier hin. Und ich habe meine... Hä, warum habe ich jetzt Autofarm nicht an? Was ist denn los? Oh, das war die falsche Area. Ich bin irgendwie dumm, kann das sein? Komm, dann könnt ihr auch in der Area farmen. Autofarm, Magnet Flag. Und jetzt nochmal zum Ei. So, wir schalten uns die neuen Eier frei. Hier sind Happy Computer und ein Evil Computer. Sogar relativ hohe Chancen, das ist immer gut. Die ziehe ich jetzt, habe dadurch automatisch bessere Pets. Weil ich bessere Pets habe, farmen sie automatisch schlechter. Die Coins gehen schneller hoch, auch meine Clover Coins gehen ziemlich schnell hoch. Und ich öffne jetzt einfach ein paar. Und automatisch sind dadurch jetzt meine besten Pets, die ich beim letzten Mal hatte, die halt echt ziemlich gut waren, outdated. Meine neuen besten Pets sehen jetzt einfach so aus. Sind einfach Happy Computer und Melted Rocks. Und jetzt kann ich mich um den Rebirth kümmern. Dafür gehe ich einfach mal durch das Portal hier. Was gibt's Neues? Es gibt einen neuen Rebirth, den ich mir jetzt gönnen werde. Deswegen einfach Rebirth drücken und los geht's. Und da ist der Rebirth. Werde ich jetzt zurück teleportiert? Nee, der Rebirth bringt mich nur zum Anfang von der Tech World. Das ist dann echt gnädig von Pet Simulator. Finde ich gut. So, ihr seht, was ich jetzt alles freigeschaltet habe. Dann kommen noch die ganzen Belohnungen. Es gibt übrigens auch neue Masteries. Die Fishing Mastery. Die Fruit Mastery, wenn man Früchte aktiviert. Die Pet Mastery für das Fusen, das Gold machen, das Rainbow machen oder das in die Daycare packen von Pets. Und Angeln, ist klar. So, ich aktiviere mein schwarzes Loch, kaufe mir aber die nächste Area einfach über das GUI hier oben. Das ist sehr schön, dass es jetzt darüber geht. Und ich will natürlich das haben, was mir mein schwarzes Loch hier bringt. Farmt mal hier, Jungs. Verwende 20 Flaggen. Das kann ich gleich machen, wenn ich nicht mehr vorankomme. Und ich komme tatsächlich jetzt schon gar nicht so schnell voran. Ich hätte erwartet, dass es ein bisschen schneller geht, aber na gut, es sind auch nicht viele Areas, die ich jetzt freispielen muss, damit ich meinen Fortschritt von vorher wieder habe. Obwohl doch, jetzt geht schon wieder schnell. Hä? Manchmal ist das ein bisschen random. Aktivieren wir einfach mal 20 Flaggen und zwar heute mal 20 Coin Flags. Blub. Ich soll Tränke aktivieren, steht da. Dann machen wir das doch mal. So, ich hau mir einfach ein paar Tränke von allen rein. Oh, habe ich gerade einen Huge... Ja, ich habe einen Huge Hunter Trank reingehauen. Ups. Na gut. Passiert auch den besten mal. Dann ist der Huge Hunter Trank jetzt wohl verschwendet. Ich kann aber netterweise auch jetzt die Zeit nutzen, hier die Automaten leer zu kaufen, wodurch dann meine Merchants Mastery oder Economy Mastery heißt, die hochgeht, weil die Economy Mastery, die könnte auch ein bisschen höher gehen. Und, ach, das hätte ich euch auch noch zeigen können, es gibt jetzt in den Areas Quests, zum Beispiel breche 100 Bruchstücke. Die Quest habe ich abgeschlossen und dadurch habe ich jetzt die anderen Quests freigeschaltet. Und für jede dieser Quests, die ich freischalte, kriege ich einerseits solche Quest-Coins. Ich werde jetzt aber nicht alle Quests machen. Und mit den Quest-Coins kann ich mir in irgendeinem Quest-Shop was kaufen. Ich weiß nicht, wo dieser Merchant ist, ob der erst am Ende kommt oder so. Können wir nachher mal gucken, wo der ist. Und natürlich gibt es jetzt auch wieder ein Clan-Battle, an dem ich erstmal noch nicht so teilnehmen werde. Ach, Clan-Battle hat noch nicht gestartet. Interessant, hä? Ja, Clan-Battle läuft noch nicht.
Vielleicht startet das erst ein bisschen später, damit wir jetzt rekrutieren können, weil die haben ja irgendwie so Regeln gemacht, dass man während des Clan Battles nicht mehr so viele Leute kicken kann, einfach damit wir uns aufstellen können. Aber im Clan Battle wird es dann darum gehen, wer die meisten Quests absolviert hat. Und ich komme echt schnell voran. Ich aktiviere mal mein schwarzes Loch wieder. Okay, nächste Area ist freigeschaltet. Und hier oben sind einfach wieder diese Ballons, die ich nicht mehr abschieße, weil es mir zu anstrengend ist, immer die Slingshot rauszuholen. Ich werde dieses Achievement niemals haben. TNT OP, TNT ist OP, wenn meine Pets nicht schon so OP wären. Weil ihr seht ja, ich brauche halt nur ein paar Sekunden und bin durch die Area durch. Und dann lohnt es sich gar nicht, ein TNT anzuschmeißen für mich. Erst dann, wenn ich irgendwo stuck sein sollte. Weil jetzt habe ich sie wieder freigeschaltet. Ich gehe hier durch, bin in der nächsten Area und dann habe ich jetzt schon zur Hälfte und jetzt habe ich sie durch und dann geht sie darüber zur nächsten Area, die ich dann auch schon wieder zur Hälfte habe. Jetzt farme ich eins, nicht mal zwei Sekunden und bin wieder durch und in den zwei Sekunden habe ich das TNT nicht mehr aktiviert. Und das ist jetzt der Punkt, wo sich mein Zeug resettet. Wie dumm ist das denn? Und jetzt geht's langsamer voran, weil wir jetzt an dem Punkt angekommen sind. Jetzt haben wir den Rebirth halt hinter uns und jetzt geht's wieder los mit dem normalen Farm. Ich habe mir mal die Max-Früchte wieder rein, weil gestackt bringen die Früchte am meisten was. Und dann geht's weiter in die nächste Area. Gönnen wir uns nochmal was von dem hier und weiter in die nächste Area. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich meine, ich habe ja Pets aus der nächsten Region. Das heißt, in der nächsten Region sollten die auch noch farmen können. Und sobald wir durch diese Region durch sind, sollten meine Pets wieder schlecht sein. Erstmal Ultimate XP. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir wahrscheinlich TNT langsam brauchen werden. Noch geht's. Oh, Free Items meint, es geht immer noch ziemlich schnell voran. Aber jetzt kann ich tatsächlich einfach mal eine TNT-Crate droppen. Und mit der geht's dann hoffentlich ein bisschen schneller. Nee, die TNT-Crates machen einfach gar keinen Schaden an den Dingern. Weil meine Pets nicht stark genug sind. Schade. Aber ich kann schwarzes Loch droppen. Mein schwarzes Loch sollte jetzt wirklich was bringen. Und, warte, ist mein schwarzes Loch schon auf Stufe 3? Ja, aber noch nicht auf Stufe 4. Ein schwarzes Loch bringt schon was in den Areas, in denen man halt nicht so stabil dabei ist. Weil guckt euch das an, jetzt kann ich mir sogar die nächsten Areas gönnen. Einfach nur, weil das schwarze Loch, egal wie stark die Breakables sind, sie einfach aufsaugt. Das ist das Einzige, wofür das blöde schwarze Loch gut ist. Für Areas, für die man zu schwach ist. Hier wird richtige Raketenwissenschaft betrieben. Ich lasse meine Pets jetzt hier einfach mal farmen mit einer Magnet Flag drin. Natürlich nochmal alle Früchte aktivieren. Und dann gehen wir zurück zum Tech Spawn und gönnen uns ein paar stärkere Pets, die dann in der Area auch farmen können. Gut, dann holen wir uns ein paar Astronauten. Okay, Nuclear Agonies. So, ich habe genug und gehe dann direkt in die nächste Area weiter. Die kaufe ich mir jetzt auch schon. Blub. Weil jetzt sind meine Pets auch wieder stark genug, um halt schnell zu farmen hier. Das ist das Einzige, was man machen muss. Sobald man nicht mehr weiterkommt, kauft man sich einfach die besten Eggs und dann kommt man schnell voran. So, hier brauche ich wieder ein bisschen länger, also einfach mal eine TNT-Crate. Oh, Wassermelonen habe ich ja jetzt auch, weil die erhöhen die Boost-Chance. So, neue Area gekauft und die beiden Sachen sind aus. Ist auch ein nices Quality-of-Life-Feature für das schnellere Durchspielen. Und hier ist da der Adventurer-Store. Okay, dann kann ich ihn euch endlich zeigen, der Adventurer-Store. Hier, der ist dafür da, um euch mit den Schriftrollen, die ihr bekommt, Items zu kaufen. Zum Beispiel Fruchti. Erhöht die Kraft der Früchte, also das Enchant. Finde ich gar nicht so geil, weil die gehen dann doppelt so schnell weg. Vielleicht fürs aktive Farben ganz gut. 100 Münzentränke sind echt insane. Aber ich schlage euch vor, kauft euch hier erstmal noch keine Sachen, bevor ihr nicht richtig viele Schriftrollen habt. Weil es ist begrenzt, wie viele Schriftrollen ihr insgesamt haben könnt. Und ihr wollt ja jetzt nicht, dass ihr einfach all eure Schriftrollen verbraucht und dann weint. Weil ihr euch irgendwas Teures dann später nicht mehr leisten könnt und es nicht möglich ist, weitere zu bekommen. Weil ihr schon alle Quests abgeschlossen habt. So, ich starte ein schwarzes Loch. Magnet Flag. Natürlich einmal hier freikaufen. Das schwarze Loch sorgt dafür, dass ich mir halt noch mehr kaufen kann. Deswegen machen wir das noch einmal hier. Ah, jetzt geht's nicht mehr so schnell voran. Ich sag meinen Pets schon mal, dass sie hier hin sollen. Dann sage ich meinen Pets, dass sie eine Magnet Flag kriegen. Sammeln nochmal die Drops von hier ein. Natürlich den Lucky Block. Oh nee, das dauert mir alles zu lange, den Spaß hier abzubauen. Einfach durchs Portal zurück. Und dann kommt man hier raus. Interesting. Das nächste Portal wäre hier. Und wir entsperren. Ich finde das mit den Portalen cool, weil so kommt man auch ohne Teleporter ziemlich schnell von A nach B. Und wann sind diese 21 Stunden? Keine Ahnung. Zeitumstellung ist mir zu kompliziert, da jetzt zu denken. Wir werden es sehen. Aber ihr seht, meine Shiny-Chance erhöht sich auch, weil ich diese Pets so oft hatche jetzt. Das ist auch so eine Sache. Je öfter ihr ein Pet hatcht, desto höher ist in Zukunft die Chance, dass ihr diese Pets als Shiny ziehen könnt. Finde ich, ist auch ein ganz interessantes Gimmick. Guck mal, ihr könnt jetzt sehen, dieses Pet hier, oh ne, tatsächlich, steht's hier nicht dabei. In dem Update-Log stand noch unter den Pets dabei, dass sich die Shiny-Chance erhöht. Naja, vielleicht auch nur, wenn sie besonders gestiegen ist. Warte, das Ding hier will ich natürlich jetzt auch mal abbauen mit meinen Pets, die Boss-Chest. Oh, das geht sogar ziemlich schnell, diese Boss-Chest abzubauen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Und hier ist auch schon die Exclusive Daycare. Hier kann ich Exclusive Pets reinpacken. Ich kann mir einen weiteren Slot kaufen.
Habe ich so ein Ding? Nee, die kann ich mir erst nur kaufen. Okay, ich dachte schon, ich hätte so einen gedroppt bekommen. Und hier kann ich dann Sachen reinpacken. Jetzt bin ich gespannt. Der hier bringt mir 1000. Der Hellrock bringt mir nur 1000 Gems pro Tag. Wenn ich 30 Tage mache, auch 1000? Hä, was ist denn das? Nur 1000? Der bringt 320.000. Als ob. Ah nee, jetzt steht hier auch 320.000. Hä? Muss ich das checken? 400.000? 400.000? 223.000? Der ist shiny. 564.000 pro Tag. Das ist halt echt schlecht. Ich farme am Tag mehr Gems, wenn ich diese Pets zum Farmen benutze. Das ist echt schlecht. Aber man kann halt mit mehr Slots noch mehr Pets dazu holen. Also ja, aber ich hätte schon erwartet, dass wenigstens bei den selteneren Pets, wie keine Ahnung, der Popcat mehr zustande kommt. Aber gut, ich werde den Homie hier einfach reinpacken für 30 Tage. Ich werde das Pet 30 Tage nicht mehr haben, aber in den 30 Tagen kriege ich halt ein paar mehr Gems dazu. Warte, ich kann noch ein Haustier hinzufügen. Dann das hier offenbar, oder? Ich will eins, das mir viel bringt. 463, 449, 439. 493, komm, packen wir das auch noch rein. Klar, machen wir. Dann hätte ich jetzt pro Tag ungefähr, also fast 1 Million. Ich kann noch eins? Ach so, 3. 2 von 3, okay. Und dann wäre hier als letztes noch irgend so eins mit 301, 463. Das packen wir auch noch rein. So, das sind dann meine 3 Pets, die ich jetzt für 30 Tage weggesperrt habe. Die 30 Tage kriege ich die Pets auch nicht mehr zurück, die sind weg. Aber dafür, dass sie jetzt hier eingesperrt sind, kriege ich durch die Pets halt Gems. Jeden Tag. So, das Shiny Relic nehmen wir auch einmal mit. Die Array kaufe ich mir natürlich auch, wenn ich dazu gezwungen werde. Hä, ich dachte, ich hatte schon mal 75. Aber egal. Weiter Farben. Blub. Einfach eine schöne. Die Bienen-Array finde ich echt schön. Muss ich sagen. Das ist ein sehr schöner Gelbton. Gelb kriegen die meisten Spiele. Eigentlich niemand kriegt es hin, mit Gelb gut umzugehen. Und das sieht echt schön aus. Das muss ich denen lassen. Hübsche Area. Und wir haben es geschafft in die letzte Area. Hier kann ich meine Pets jetzt nochmal farmen lassen. Packe hier natürlich wieder eine Magnet Flag rein. Und ich muss in der besten Area. Ich muss erstmal 4 Tränke verbrauchen. Also 1, 2, 3, 4. Und dann noch einen Lucky Block abbauen in der besten Area. Macht das. Ich habe Vertrauen in euch. Und Shiny Relic immer mitnehmen. Flup. Gut, und damit haben wir das neue Update durchgespielt. Gibt es noch irgendwas, was ihr sehen möchtet? Ich habe da jetzt noch ein schwarzes Loch gezündet. Werde mir jetzt aus der letzten Area natürlich die besten Pets holen. Zumindest die, die ich mir jetzt hatchen kann in der kurzen Zeit. Ich habe theoretisch jetzt einen Huge-Trank noch drin für 51 Minuten. Also könnte es sein, dass ich jetzt auch noch einen Active-Huge-Pet ziehe. Mal sehen. Aber ich glaube nicht. Ey, Blibo the Alien ist dabei. Aber ich ziehe irgendwie kein Huge-Pet, obwohl ich meinen Trank verschwendet habe. Wie schade. Okay, gehen wir noch einmal alle Quests durch. Okay, ich darf nicht mehr. Pet-Simulator ist kaputt. Kaputt, schade. Aber ja, das war gleich, glaube ich, das Update. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ich glaube nicht. Natürlich gibt es ja im Shop, den kann ich euch auch noch zeigen, neue Items. Die habe ich euch noch nicht gezeigt. Erstens gibt es hier dieses Forever Pack. Hier kriege ich 25.000 Diamonds. Kann mir für 50 Robux jetzt 3 Huge-Tränke kaufen und bekomme danach das kostenlos. Warte, kriege ich die alle kostenlos? Kriege ich die alle kostenlos? Ich dachte, das ist abwechselnd. Ich probiere es einmal aus. Für die Wissenschaft, ich kaufe mir für 50 Robux 3 Tränke, die ich nicht haben will. Und dann gucken wir, wie viel kostenlose Dinge ich bekomme. Ah, okay, tatsächlich nur so viel. Ich bekomme 50 Bundles kostenlos, davon ein paar kostenlos, das hier kostenlos. Und dann für 100 Robux kann ich mir die Golden Fishing Rod kaufen, krieg dann die Sachen kostenlos. Und hier ist ein exklusives Superhero Egg dabei. Das kostet 400 Robux und hier kriege ich das für 150 Robux. Das ist ein Deal, den ich annehme, Leute. Das ist echt gut. Als ob. Ich habe jetzt 150 Robux ausgegeben und bekomme ein Exclusive Superhero Egg. Okay, das ist nice. Ich kriege auch die Super Blitzbücher und so. 250 Robux für 250 Large Gift Bags lohnt sich echt nicht. Danach kommen Enchants. Das da ist, glaube ich, ein Charmstone Remover. Und danach muss ich dann wahrscheinlich 500 Robux ausgeben fürs nächste. Und was hier für Items sind, das resettet sich regelmäßig. Deswegen ganz nices Feature eigentlich. Okay, ich dachte, das ist immer abwechselnd, aber so kriegt man ein paar mehr Items und da können auch mal ein paar gute dabei sein. Das gefällt mir sehr. So, Superhero Egg. Habe ich mir jetzt eins gekauft, also können wir das theoretisch auch mal öffnen. Doppelte Sterne kaufe ich mir niemals. So, bei den Enchants Super Magnet ist wie der Super Magnet Game Pass aus Pets Simulator X. Wenn man das Buch ausgerüstet hat, sammelt man alle Drops von überall jederzeit ein. Boss Lucky Block ist wie die Boss Chest. Nur halt mit einem Lucky Block. Hidden Treasure kostet 4000. Das ist halt zu teuer. Das kaufe ich nicht, weil es zu teuer ist. Aber theoretisch ist das gut. Das ist dann nochmal sowas wie hier der beste Game Pass, den es gibt. Und zwar den Super Tropf. Ja, Super Drops, aber es heißt Super Tropf auf übersetzt. Nice. Last Chance für die Boss-Truhe. Interessiert mich nicht. So, dann gibt es Exclusive Boards. Und bei den Boards, die man sich jetzt kauft, gibt es eine 10%ige Chance, dass sie shiny sind. Und wenn die Hoverboards shiny sind, dann sind sie 35% schneller. Nein, danke. Surprising Friend, Gift an Exclusive. You select an item after. Hihi, 2, 2, 3, 4.
XD2 auswählen. Ah, jetzt kann ich etwas kaufen, was Victor dann bekommt. Und zwar entweder kann ich jetzt ein Egg für Victor kaufen oder so ein Bundle für Victor kaufen. Das ist nice. Aber ich will Victor nichts kaufen. Aber das ist cool. Jetzt kann man Leuten was giften. Sehr, 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 sehr cooles Feature. So. Das wäre dann alles was Neues und ich würde sagen, ich öffne jetzt das Exclusive Superhero Egg, oder? Soll ich es öffnen oder soll ich es verlosen? Ach, was ich öffne es. Tut mir leid, Leute. Sorry, ich will hiermit fertig werden. Komm, wir öffnen das jetzt. Und ich krieg keinen Huge Pet. Es ist ein Jester Dog, es ist der Joker. Naja, das ist, glaube ich, das Schlechteste, was man ziehen konnte, oder? Kick mal nochmal nach. Ja, es ist das Schlechteste. Verschwendet. Naja. Wo haben wir ihn? Hier ist der Jester Dog jetzt. 85% so stark wie das beste Pet, das man hat. Naja, das habe ich mir gar nicht gekauft, Leute. So, Leute, es ist 18 Uhr. Das heißt, das St. Patrick's Event sollte jetzt starten. Ich teleportiere mich jetzt nochmal zurück in Welt 1. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht auf einen frischen Private-Server, auf dem das Event vielleicht nicht getriggert wurde. Das wäre echt blöd, weil dann muss ich noch auf einen öffentlichen Server. Nee, der Server ist öffentlich. Perfekt. Und dann sollte hier doch irgendwo jetzt... da hinten ist es. Direkt am Spawn ist der Regenbogen. Es geht ab, Leute, und... die Leute haben hier schon angefangen zu farmen. Oh mein Gott, ich sehe gar keine Kisten mehr. Doch da hinten sind die Kisten. Jetzt müssen wir hier einfach mal durch. Jetzt müssen wir durch, Leute. Die haben alles weggefarmt, diese Säcke. Okay, einfach mal über den Regenbogen rüber. Ich glaube, ich komme hier nicht schneller hinterher mit meinem Hoverboard, als sie da vorne schon abbauen, weil Felix ist auch dabei. Aber ich versuch's. Und immerhin muss ich nicht so viel machen für die Belohnung am Ende. Wobei, ich brauche ja die Clover Coins am Ende wahrscheinlich für das Egg. Deshalb ist auch ganz gut, ist die Kisten schon mit abzubauen. Alter, seid ihr schon... die sind schon fertig. Die sind fertig, bevor ich angekommen bin. Giant Rainbow Event beginnt am Spawn. Ja, das habe ich gemerkt. Und der ganze Regenbogen ist abgebaut. Hier wären eigentlich große Kisten. Und am Ende haben wir hier wieder so ein Egg, das ich nicht freigeschaltet habe, weil ich nicht mit abgebaut habe, oder? Ich habe nicht mit abgebaut und deswegen darf ich nicht mitmachen. Okay, dann gehe ich nochmal auf einen normalen öffentlichen Server, wo hoffentlich nicht so viele Pros drauf sind wie Felix. Ihr könnt das Egg nicht hatchen, wenn ihr nicht mit abgebaut habt. Ihr müsst euch das Egg verdienen, Leute. Und jetzt muss ich einfach nur hoffen, dass das durchgeht jetzt hier. Ne, die sind da auch schon durch. Die sind schon durch. Keine Kisten drauf. Schade. Ich bin leider zu spät. Aber da hinten wäre dann ein Egg gewesen, mit dem ich ein paar Pets hätte hatchen können. Und da wäre die Chance auf ein Huge Pet drin gewesen. Und ich wollte gerade sagen, ich habe so ein kleines Déjà-vu. Weil vor einem Jahr habe ich mit Pet Simulator... in Pet Simulator X mit Roblox Felix auch im Livestream an diesem Ding gehatcht. Und ich habe das erste Mal ein Huge Pet gezogen. Und Felix war so sauer, dass ich in seinem Stream Huge Pet gezogen habe. Und wie ich es gehört habe, war es wohl komplett verbuggt und niemand konnte das Egg öffnen. Das war's aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann schaut euch das Video an, das jetzt hier eingeblendet ist. Bis dann und ciao!